Das Kinderkrankenhaus in Hamburg-Altona. Hier kurieren Mediziner nicht nur den Körper, sondern auch seelische Wunden. Ein Spezialist auf diesem Gebiet ist Professor Michael Schulte-Markwort. Der Kinder- und Jugendpsychiater behandelt neuerdings immer häufiger Opfer von Internetmobbing. Mobbing kriegt durch die neue digitale Welt und die Möglichkeiten dieser digitalen Welten ganz andere Möglichkeiten. Das, was früher das Hänseln auf dem Schulhof oder in der Klasse war, kann heute werden zu etwas, was in viel anonymerer Form in den Äther sozusagen geschickt wird, aber genauso verletzend und genauso traumatisierend sein kann. In Schulte-Markworts Sprechstunde kommen jugendliche Mobbingopfer, aber auch die Täter. Eine Frage der Herkunft ist Mobbing aber nicht. Cybermobbing ist meines Wissens keine Frage von sozialer Schichtzugehörigkeit, sondern das finden Sie in allen sozialen Schichten. Es ist eher so, dass die Form der Aggression und der Aggressivität, wenn Sie so wollen, in den höheren Schichten immer perfider wird, immer feiner. Und man kann natürlich auch durch verdecktes Mobbing, durch verdecktes Ausgrenzen oder durch Anspielungen genauso verletzend sein wie durch offene Aggressionen. Der Professor schätzt, dass inzwischen jeder dritte Schüler schon einmal im Internet gemobbt worden sein könnte. Schulte-Markwort empfiehlt den Betroffenen, mit ihren Problemen auf keinen Fall alleine zu bleiben. Wenn Kinder sich gemobbt fühlen im Internet, dann glaube ich, müssen sie immer ganz schnell sich an die nächste Vertrauensperson nennen. Das sind in der Regel oder sollten in der Regel die Eltern sein. Es gibt Vertrauenslehrer, es gibt Beratungslehrer, es gibt auch Anlaufstellen, an die man sich wenden kann. Das Entscheidende ist, dass die Opfer das nicht mit sich weiter alleine ausmachen.